Gewaltig. Ja. Das ist mir gefährlich, da drin. Weil mit dem, was der hat, der hat jetzt noch die Kraft. Meine Hecke da weg, wenn ich jetzt zum Beispiel so mache. Ja. Ja. Aber das ist sowas, das kannst du kalkulieren, das ist überhaupt kein Thema. Das ist einfach Drehmoment, weißt du, wo er nicht ganz ausgleicht vom Greifen ist. Ja, das wird aber nicht. Das auch? Nee. Nee, nein. Ich hab jetzt. Ja, ja. Oder fühlt das doch angenehm sowas, oder? Das ist noch fliegen, ne? Ja. Ich sag, das ist doch angenehm vom Geräusch, oder? Ja. Na, ich bin begeistert, Herr Schüter. Also, Sie haben alles richtig gemacht. Ja, ich denke schon. Wir hätten es auch so gemacht. Ja, aber die ich muss ja nur sagen, mit dem, also ich war ja sehr skeptisch, das Ganze auf Elektro umzubauen. Aber nur vom Geräusch her, von der ganzen, von der Handhabung her, das ist so unkompliziert, oder? Und die wissen ja selber, dass die Leistung jetzt bei den Elektromotoren, die der Lenkung zu tun haben. Ja. Das ist ja einfach. Ich habe ja eine komplette, originale Motorhalterung. Die Anbindung zur Kupplung, da ist aber genau. Da kann die Stütze drin nach oben, auf die Originalkupplung drin. Ja, das ist auch so, dass die
Aber er flügt erstaunlich ruhig und vor allem auch noch zu bedeuten. Ja, ja, genau. Das hat jetzt, haben wir halt zwei Versuchträger, der Michi, nein, einen haben wir noch, aber den kennen wir jetzt noch nicht persönlich. Aber die Versuche sind total begeistert. Ja, ja. Das ist wunderbar. Ja, die kommen noch heute mal. Die sind auch von Ausflügen her deutlich mehr. Ja. Und vor allem ist es schon, nicht schon noch ein bisschen kurzprojektiver, das ist immer noch so ein bisschen begrenzt. Ja. So eine Kombination. Das finde ich gut. Die Drehzahl abhängig. Ja. Und bei der Drehzahl ist es so, dass die Mieten dann irgendwie. Das Leben senken, nicht so, wie man ganz